Schauen Sie, in unserem Gesundheitssystem wird ja oft nur der Spitalsaufenthalt bewertet. Wenn man aber dann eben die Kosten danach mitkalkuliert, Fehltage im Büro, Behelfsmittel wie zum Beispiel Inkontinenzvorlagen, Folgebehandlungen, dann bin ich überzeugt davon, dass diese Investitionen sich zehnfach amortisieren. Der Roboter, wenn man ihn gut einsetzt, ist meiner Meinung nach nicht teurer als die bisherige Chirurgie. Die Anschaffungskosten, wenn man sehr viel operiert, sind im Stückfall gering. Und die Vorteile, weil der Patient früher nach Hause kommt oder weil der Patient früher in den Arbeitsprozess zurückkehrt oder weil der Patient weniger Folgebehandlungen braucht, sind aus meiner Sicht, wenn man sich das in Ruhe durchrechnet, ganz sicher gegeben.